Herzlich willkommen heute zum Thema der Wert des richtigen Zeitpunkts. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen vielen Menschen dabei, in die Berufung zu kommen, sich selbstständig zu machen und erfolgreich zu werden. Nun, und eine Frage ist natürlich, wie finde ich die richtigen Kunden? Wie finde ich viele richtige Kunden? Wie finde ich die Kunden, die auch bereit sind, den Preis zu bezahlen? Und diese Frage, die werden wir heute beantworten, indem wir uns Gedanken machen, ja, wie ist überhaupt der Kunde am besten und wann ist der Kunde am besten zu erreichen, sodass er deinen Preis auch bezahlt? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Kunden zu gewinnen. Du kannst also morgens aufstehen, dann gehst du in den Flur, schnappst dir deinen Köcher, schnappst dir deinen Bogen und gehst auf die Jagd, um dir ein paar Kunden zu schießen. Das nennen wir Akquise. Das macht dir viel Spaß und wenn du auch nicht genau weißt, wer deine Kunden sind, wirst du auch viele Menschen vielleicht vergraulen, zumindest nicht die erreichen, die dich heute richtig brauchen. Nun, da gibt es die andere Möglichkeit, dass du morgens deine Tür aufmachst und da steht eine Reihe von Menschen, die sagt: Hey, ich will dein Kunde werden. Wo kann ich unterschreiben? Preis spielt keine Rolle. Nun, wenn du Letzteres haben willst, dann solltest du dir Gedanken machen, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und ich werde dir anhand einer kleinen Grafik heute aufzeigen, wie du den richtigen Zeitpunkt für deine Kunden findest. Nun, zunächst mal ist es so, dass die Kunden noch nicht deine Kunden sind, sondern auch vielleicht gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben, was du lösen kannst. Beispiel. Was denkst du, wie viele Menschen brauchen mehr Gesundheit? Nun, eigentlich alle. Frage, wie viel tun dafür? Wie viel sind bei dir Kunde? Nun, die wenigsten. Nächste Frage, wie viele Menschen denkst du brauchen mehr Geld? Wahrscheinlich auch alle, viele. Und die nächste Frage ist, wie viel tun dafür? Nun, es sind nicht die Mehrheit der Menschen, die sagen, jawohl, ich bilde mich weiter, ich mache einen Nebenerwerb, ich sorge für zusätzliche Qualifikationen, ich lerne besser zu verkaufen und mache mehr Einnahmen. Es ist also etwas in der Psyche der Menschen los, was so auf den ersten Eindruck nicht nachvollziehbar ist, aber dein Geschäfts-, dein Marketingkonzept umwälzen wird, zu gigantischen Erfolgen bringen wird, wenn du das einsetzt. Nun, ich zeige dir einfach mal diese drei Phasen hier, in denen Menschen vorhanden sind. Es gibt also Menschen, die lediglich ein Bedürfnis haben. Viele Menschen brauchen mehr Geld, viele Menschen brauchen mehr Gesundheit, aber die wenigsten tun was dafür. Meistens tun nur etwas die Menschen, die in die sogenannte zweite Phase hier kommen, die vielleicht schon einen Bedarf haben und garantiert tun die meisten Menschen etwas, wenn sie Leidensdruck haben, also in die sogenannte dritte psychologische Motivationsphase kommen. Nun, wie sieht das aus? Nehmen wir mal an, du bist jetzt Heilpraktiker, ja, oder du bietest Dienstleistungen im Bereich Gesundheit an. Dann ist es leider so, dass die wenigsten Menschen im Alter von 10 oder 20 Jahren eine hohe Motivation haben zu sagen, jawohl, ich brauche deine Dienstleistung. Das heißt so, der klassische 5-Jährige, 7-Jährige, weiß noch nicht mehr, was ein Heilpraktiker ist, der ist nicht so motiviert, Kunde bei dir zu werden, Patient bei dir zu werden. Dann ist er aber 15 Jahre alt und hat seine Traumfrau kennengelernt in der Schule und will sie ansprechen, ins Kino einladen, traut sich aber nicht, weil das gesamte Gesicht ist voller Pickel, also er ist eigentlich entstellt, selbst Klerasil versagt. Nun, und da kann es schon sein, dass der 15-Jährige zur Mami geht und sagt, also welche Möglichkeit gibt es denn noch außer Schulmedizin und Klerasil, dass ich mir geholfen würde? Und er sagt, Mami, hey, ich habe doch eine Bekannte und die ist Heilpraktikerin und die kann dir vielleicht mit alternativen Methoden helfen und zack, auf einmal ist hier klein Hugo, 15 Jahre alt, in der Motivationslage zu sagen, ich brauche jetzt hier einen Heilpraktiker und hier bucht er den Heilpraktiker. Okay? Nun, da geht er hin, ein paar Stunden, ist alles vorbei und er wird wieder gesund, sein Gesicht ist gereinigt und er traut sich, seine Freundin anzuschleppen, geht ins Kino, ist glücklich verliebt, verheiratet und die Motivation ist wieder hier unten. Nun, das kann jetzt ein paar Jahre weitergehen, dass Hugo sagt, okay, also 20 bis 30 ist noch alles schick, ich brauche keinen Heilpraktiker, er hat einen guten Job, arbeitet viel, arbeitet immer mehr, arbeitet noch mehr und auf einmal merkt er, wow, ich habe keine Leistung mehr, ich bin völlig im Stress und landet im Burnout, Schulmedizin kann nicht helfen, zack, erinnert er sich an Heilpraktiker und ist jetzt hier wieder offen dafür, zum Heilpraktiker zu gehen und den Preis zu bezahlen von 120 Euro die Stunde. Nun, der Heilpraktiker hilft natürlich, macht erstmal eine Entgiftungskur, macht eine sogenannte Vitalstoffkur, stellt dafür sicher, dass die Regeneration wieder eingestellt wird, vielleicht eine psychologische Glaubenssatzbehandlung und zack, Hugo ist gesund und sagt, hey, ich bin gesund, ich muss jetzt die 120 Euro für den Heilpraktiker nicht mehr bezahlen und die Motivation ist wieder hier unten. Naja, wenn der Heilpraktiker jetzt anschreibt, hat er kein Interesse, bis dann schließlich so mit 40, 50, 60 hier die erste Krebsphase diagnostiziert wird und hier bleibt dann also bis zum Ende die Motivation vorhanden, zum Heilpraktiker zu sehen, weil die Schulmedizin nicht mehr helfen kann.
Was lernen Sie daraus? Wenn der Heilpraktiker ein umfassendes Mailing gemacht hätte, persönliche Akquise in dieser Phase, wie wahrscheinlich ist es, der Heilpraktiker Hugo als Kunden gefunden hätte? Nun, das ist sehr unwahrscheinlich. Weil die Motivationsphase, das Level der Motivation ist hier bei Hugo sehr gering. Auch hier ist es völlig der falsche Zeitpunkt. Und auch hier wäre es völlig falsch, Hugo als Kunde zu akquirieren. Die wichtige Aufgabe ist also herauszufinden, wann ist ein Mensch im richtigen Zeitpunkt Kunde zu werden. Und zwar nicht nur Bedarf, so nach dem Motto, ja, machen Sie mal Angebote, ich prüfe mal die 20 Mitbewerber. Am besten für dich, am besten für dein Unternehmen ist, wenn du Menschen triffst, die echten Handlungsbedarf haben. Die Herausforderung siehst du schon, dass die meisten Menschen das nicht unbedingt auf der Stirn haben. So, hab jetzt gerade Bedürfnis oder Leidensdruck oder Bedarf. Das steht nicht drauf. Du kannst diese Menschen also nicht am Äußeren unbedingt erkennen, sondern du kannst sie erkennen an ihrem Verhalten. Du kannst sie erkennen, wenn sie auf die Suche gehen. Du kannst sie daran erkennen, dass sie vielleicht bei Google Suchbegriffe eingeben. Du kannst daran erkennen, dass sie mit dir sprechen, dich fragen und nach Weiterempfehlungen fragen. Nun, was ist nun deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass du für deine Produkte, für deine Dienstleistungen die Menschen findest, die hier an diesen Punkten echten Handlungsbedarf haben, die einen Leidensdruck haben, die intrinsisch motiviert sind. Nun, wie kannst du das machen? Das Erste ist natürlich, du sorgst dafür, dass die Menschen, vielleicht wenn du sie hier triffst, zumindest die Informationen haben, sprich also, dass du den Angelhaken raushängst und sagst, hey, wenn du mal einen Heilpraktiker brauchst, ja, dann kann ich dir helfen. Wenn du mal Burnout haben solltest, Hautprobleme oder Krebs, was auch immer in deinem Geschäft angemessen ist, dann hängst du bei diesen Menschen den Angelhaken aus und bleibst in Erinnerung, indem du mitteilst, was du machst, welche Lösung du anbietest und dass die Menschen auch wissen, wie sie mit dir in Kontakt treten sollen. Das heißt, du machst ganz einfach zwei Sachen. Du unterscheidest Menschen, die hier oben sind, die Leidensdruck haben, von den Menschen, die unten sind und noch keinen Leidensdruck haben und unterlässt es vielleicht, den Menschen einzureden, dass es ja viel besser wäre, wenn sie hier an diesem Punkt sich schon so verhalten würden, als wenn sie Leidensdruck haben. Das verstehen die in ihrer Welt nicht. Viele Menschen wissen nicht, dass sie das Geld zum Beispiel für Gesundheit sowieso bezahlen, nur nach der Krankheit, nicht vor der Krankheit. Und dieses Recht haben wir, das sichert unser Grundgesetz hier in Deutschland und das respektieren wir auch als Verkäufer, als Vertriebler, als Freiberufler, als Unternehmer oder als Angestellter in diesen Bereichen. Für deinen Unternehmer ist nun wichtig, erstens, wie viele Angelhaken setzt du aus? Wie viele Menschen hast du in Kenntnis gesetzt? Also wie groß ist deine Reichweite der Menschen, die potenziell irgendwann zu denen gehören, dass sie Bedarf oder Leidensdruck haben? Sicherlich ist auch wichtig, dass du den Köder richtig aushängst. Entscheidend ist nur dann, wenn die Menschen hier oben sind, dass sie sich dann an dich erinnern. Dass wenn sie in der Phase sind, dass sie wissen, Mensch, ich muss ja jetzt nicht irgendeinen Heilpraktiker hier bei Google Maps in meinem Umfeld raussuchen, sondern ich muss wissen, ich muss zum Heilpraktiker Müller, Meier, Schulze gehen, weil der ist kompetent, der hat mich informiert, der hat mich nicht unter Druck gesetzt, der hat mich nicht versucht zu überreden, der hat mir nicht versucht, Nahrungsmittel zu verkaufen, ob Ergänzungsmittel oder Vitamine, obwohl ich die noch gar nicht brauche. Der hat mir einfach zugehört und gesagt, Mensch, Hugo, wenn du mal einen Heilpraktiker brauchst, ich bin spezialisiert auf die und die Themen, wenn du jemanden triffst, der diese Probleme hat, schick ihn zu mir und daran erinnerst du dich jetzt und kannst dann Hugo oder den Heilpraktiker dann auch raufsuchen. Die wichtigste Frage also zusammengefasst ist, zu akzeptieren, dass Menschen in unterschiedlichen psychologischen Zuständen, Bedarfszuständen sind und das zweitens das Beste ist, dass du Menschen anziehst, die Leidensdruck haben. Der Nachteil nun draußen in einem großen, weiten Markt ist, dass nicht alle Menschen immer deine Produkte und Dienstleistungen brauchen. Und das ist deine Aufgabe, das Lernen zu unterscheiden. Es ist weiterhin deine Aufgabe, dein Marketingkonzept, dein Kunden- oder deine Interessentenpflege, dein CRM, dein System, mit dem du deine Beziehung verwaltest, so zu gestalten, dass du bei den Menschen in Erinnerung bleibst, dass wenn sie hier oben sind, wissen, ha, jetzt muss ich zum Heilpraktiker hingehen. Und ich weiß auch, wie ich den erreiche und ich weiß auch, dass dieser Mensch eine angenehme, zuverlässige Person ist, bei der ich mich dann melden kann, wenn ich ihn brauche. Nun, was ist dein nächster Schritt? Ich lade dich ein, hier zunächst mal ein System aufzubauen, wo du mit den Menschen in Verbindung bleibst. Ich lade dich ein, absichtslos mit Menschen zu kommunizieren, sprich erwartungslos deine Köder zu verteilen, die Visitenkarten einzusammeln, die Erlaubnis zu bekommen, diese Menschen in dein Social Network, wie auch immer du das pflegst, Newsletter, Facebook, Instagram, Xing, wie auch immer, aufzunehmen. Und das wünsche ich dir, dass du diese Menschen anziehst, die tatsächlich einen Leidensdruck haben. Die Menschen, die wirklich die Lösungsangebote nutzen wollen, die du anbietest.
Und ich wünsche dir vor allen Dingen auch, dass du die Menschen findest, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, den du dir so wünschst. Hast du weitere Fragen zu diesem Konzept, zu diesem Marketingkonzept, zu dieser Philosophie und möchtest die bei dir im Unternehmen umsetzen? Nun, dann sprich uns gerne an, nutz das kostenfreie Erstgespräch, abonniere vielleicht unseren Kanal und empfehle uns weiter. Vielen Dank, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.